Willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit der 1028. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen heute erstmal eine wöchentliche Truhe, was schon mal richtig, richtig geil ist. Und dann schauen wir mal, gibt es noch ein paar Runen, wunderbar. Und hier gibt es noch mal ein paar Odinsmarken, let's go. Sehr schön. Und ja, ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich bin zumindest jetzt wieder in meinem eigenen Zimmer. Endlich mal wieder. Und jetzt ist das Setup, da müssen wir noch ein bisschen gucken, weil das Mikrofon steht sozusagen, kommt hinter meinem Bildschirm vor. Deswegen kann ich das jetzt nicht noch näher an mich ranholen, sondern das ist jetzt immer ein paar Zentimeter von mir entfernt. Da muss ich halt nochmal gucken. Ihr müsst einfach mal sagen, ob das so schalltechnisch geht. Also ob ihr jetzt zum Beispiel den Schall hört, weil ich selber höre Schall, während ich rede. Müsst ihr mal einfach sagen, ob man das im Video auch hört oder nicht. Da müsst ihr mir jetzt einfach die nächste Zeit ein bisschen helfen, weil wie schon gesagt, ich muss ja wahrscheinlich hier und da nochmal ein bisschen was hin und her bauen, damit das alles passt dann. Dann müssen wir mal gucken. Kriegt man hin. Jetzt holen wir uns erstmal Windfang, beziehungsweise so viel wie möglich von Windfangs Sammlung. Jetzt haben wir gerade richtig Anlack und kriegen immer nur die ganze Zeit das andere Zeug. Wir brauchen irgendwas Goldenes. Da. Nee, das sind 9 Runen. Gut, 9 Runen sage ich auch nichts dagegen. Falls ihr euch wundert, oh, wieso hatten wir jetzt nur noch so wenig Runen? Wir haben gestern den Akademie-Slot gekauft, den wir wollten für die Drachengrad-Akademie. Das heißt, wir können dort jetzt insgesamt, ich glaube, 4 Drachen trainieren. Hat uns aber knapp 6000 Runen, ich glaube, gekostet. Also waren ziemlich genau 6000. Deswegen da nicht wundern, das müssen wir jetzt einfach wieder ein bisschen aufarbeiten. Das ist manchmal so, wenn man sich solche großen Dinger holt, dass dann einfach schlagartig sehr viele Runen mit einmal wechseln. Das ist so ein bisschen, naja, gut, aber egal. Wir holen uns jetzt Windfang. Uns fehlen noch 4 Teile. Oder 3. Ich weiß nicht. Ich habe gerade vergessen, ob es 4 oder 5 waren, die wir brauchen. Wir gucken jetzt mal, wenn jetzt eine Zahl angezeigt wird, die höher als 1 ist. Bei der Sammlung. Ach Gott, jetzt war Ehret. Ja, es ist fertig. Wunderbar, Leute. Da können wir uns Windfang gönnen. Und damit haben wir den letzten Reiterdrache, ich glaube. Das war der letzte, der uns, ich glaube, noch gefehlt hatte. Alle anderen müssten wir haben. Das werden wir aber gleich mal sehen. Wenn wir jetzt mal hier auf Platzieren gehen, dann stehst du erstmal hier, kriegen wir 200 Runen. Und dann können wir hier auf 150 Eisen aufwerten. Und dann stehst du hier. Genau, und damit ist das jetzt der letzte gewesen. Genau hier oben und hier auch. Ja, damit haben wir sämtliche sämtliche Reiterdrachen, die es gibt. Ich hoffe ja mal, dass der Reis noch rauskommt für die anderen. Das gab es bis jetzt noch nicht. Wäre mal cool, wenn sie es bald mal bringen würden. Wäre auf jeden Fall wirklich schön. Fände ich gut. Aber da müssen wir mal schauen, ob die das machen oder nicht. Oder wie das bei den allgemein abläuft. Weil bis jetzt wisst ihr ja, warten wir lange schon darauf. Aber es gibt leider nichts. Es gibt leider, leider keins bis jetzt, wo es mal die ganzen Suchen und Reisen und sonstiges für die noch gibt. Also Suchen jetzt nicht unbedingt, das wäre dann wie Tagschatten, Nachtschatten so, aber so eine Reise für die wäre schon geil. Es muss ja nicht, oh nee, das war schlecht. Es müssen ja nicht mal viele Reisen sein, so Hauptsache eine oder zwei unterschiedliche. Ich meine, muss ja jetzt nicht wie bei Flash Clubs 4 unterschiedliche Reisen geben, aber das wäre schon mal geil, wenn sie es machen würden. Aber schauen wir mal, wir werden es ja mitkriegen. Wenn es mal da ist, ist es da, wenn nicht, dann eben nicht, ne? Genau. So, jetzt hier nochmal gefüttert, dann kannst du nämlich ins Training wieder. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier soweit alle loskriegen. Bevor ich irgendwie das Training fühle, möchte ich dich als erstes reinkriegen. Genau, wunderbar. Geht der wieder hoch. Den dicken Büffi haben wir auch schon wieder ins Titantraining geschickt, deswegen müssen wir den jetzt auch nicht nochmal losschicken, sondern das passt bei dem. Hier kriegen wir nochmal 5 polierte Bernsteine, da können wir gleich wieder 5 umtauschen. Let's go. Da geht das hier richtig gut voran. Gehen wir jetzt auf 20. Und mindestens 2-mal können wir noch, weil die paar hundert, die uns jetzt noch fehlen, damit wir 10.000 Rubens schon wieder haben, die kriegen wir über die nächsten Tage, die nächsten zwei Tage, beziehungsweise wahrscheinlich schon heute. So, hier kannst los, du kannst auch los. Hier sind zwischendurch mal ein paar, die schon angefüttert wurden. Müsste ich, wie schon gesagt, mal durchfüttern eigentlich. Wir müssen halt unbedingt, nee, oh, ich will den zum Holz schicken und dich will ich zum Eisen. Jetzt, meine Güte. So, jetzt bist du dran. Kannst du auch wieder los, dann können wir den Kollegen wieder losschicken. Und irgendwie ist mein Arm auch in einem komischen Winkel gerade zum Bildschirm. Ich bin irgendwie voll weit rechts mit meiner Hand. Aber egal, da muss ich nochmal ein bisschen hin und her bauen. Das mache ich dann mit der Zeit, alles perfektionieren wieder, damit es wieder so steht, dass es angenehm ist. Dann kannst du los, dann kann man den Kollegen füttern. Du kannst wieder ins Training, dich können wir jetzt nicht mehr füttern. Du kannst jetzt Eisen sammeln gehen, wunderbar. Der Immerflügler, wo willst du denn hin? Du kannst wieder ganz normal auf die Suche gehen. Dann haben wir hier den brüllenden Tod. Dann hat jemand in den Kommentaren geschrieben, dass das mit dem purpurnen Tod, also wenn wir Dragos Wuschelbiest haben, dass der purpurne Tod länger dauert, weil der 15 seltene Teile vom Dragos Wuschelbiest braucht. Und
Da müssen wir einfach mal abwarten. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht mehr in Erinnerung. Hat nämlich Una dazu geschrieben, dass es halt sein könnte, dass es mir so schnell vorkam, weil ich halt so viele Runen hatte. Weil ich durchbeschleunigt habe dann. Das könnte auch sein. Ich glaube, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich irgendwie 5 Teile oder so da durch Runen rangeholt habe. Werden wir sehen, wie schon gesagt. Wir warten es einfach mal ab. Erstmal müssen wir jetzt sowieso noch die letzten 7 Teile oder wie viele es jetzt noch sind, bekommen. Bevor es dann überhaupt mal losgehen kann. Deswegen, da müssen wir jetzt eh noch ein bisschen chillen. So, jetzt hier Sammlung. Genau, ist ja immer noch alles wie vorher. Wir könnten überlegen, ob wir den vielleicht noch holen, weil wie schon gesagt, wir haben den ja hier schon voll. Sonst noch gar nicht, okay. Und Merklans auf gar keinen Fall. Den kriegen wir ja sowieso. Und hier fehlen uns halt, genau, 8 waren es noch, ja. 8. Das heißt, jedes ist knapp 3000 wert. Oh Gott. Vielleicht wäre es doch mal sinnvoll, wenn wir alles unter 2000, sage ich mal, falls es mal was unter 2000 gibt, holen. Das wär, müssen wir mal gucken. Aber vielleicht sollten wir es wirklich tun. Schauen wir mal. Jetzt können wir hier, du bist on the way to go, genau. Hier haben wir jetzt noch das goldene Paket, was wir ja gestern oder vorgestern bekommen haben. Und das können wir einfach mal öffnen. Let's go. Und wir bekommen Skrill, Kronkel, Knochenräuber, Verteidigen, Donnertrommler, Rotes Gift, Gratnatter, Rumpelhorn, Wolkenspringer, Dagos, Grill, Hakenzahn. Wir haben nicht mal einen Champion drin. Was ist denn das? Dafür haben wir jetzt Hakenzahn auf Level 16. Wow, wie cool. Oh mein Gott, ich habe jetzt auch schon auf Level 14. Ja, wir können hier mal wieder ein paar upgraden. Ja, aber ey, wie traurig ist denn das? Der kann nie geupgradet werden. Du kannst zum Beispiel jetzt gemacht werden. Jetzt, wo wir dich haben, könnte man sogar mal nutzen. Ich weiß nicht, ob die Flächenschaden macht oder nicht. Verursacht Schaden an alle Gegner schon. Stimmt. Und für 4 Angriff? Ja gut, ist halt erst Level 10. 11. Okay, Level 11. Ist jetzt nicht so geil. Müsste man mal gucken. Könnte man machen, wenn man sie vielleicht noch ein bisschen höher kriegt. Müssen wir mal schauen. Den können wir... Stimmt, muss ich auf Level 90. Wir können aber mal kurz gucken. Wenn wir jetzt Climber... Warte mal, kann er gleich hier... Weil die hier auch angezeigt werden, ne? Da wäre es ja mal sinnvoll. Du bist im Training. Kriegen wir dich auch gleich noch ins Training? Nee, Training voll. Okay. Gut, dann nicht. Dann gucken wir mal, wen wir hier noch so hoch machen können. Den nicht. Dich, ich glaube auch nicht. Nee. Wir haben nicht mal einen normalen tödlichen Nadder auf Level 50. Wie traurig. Na gut, dann können wir hier nächstes Mal auch machen. Gehen wir hier raus. Haben jetzt hier einmal noch ein Gratis-Paket und da haben wir noch einen Drachen. Ist das jetzt noch... Es könnte noch Tartarkschatten sein, ich glaube. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Müssen wir gleich mal schauen, wer das jetzt so ist. So, hier nochmal raus. Na müsste ja dann, genau, Tagschatten, let's go. Kriegen wir noch 75 Millionen Fisch, ist jetzt natürlich nicht viel, ich weiß. Kann aber erstmal wieder los. Und dann können wir hier reingehen, kriegen hier nochmal 230 Runen, auch ganz in Ordnung. Ansonsten haben wir hier jetzt soweit erstmal alle los. Das heißt, wir können erstmal schauen, gibt es einen neuen Spießenlauf, der wieder mal nicht richtig... angezeigt wird? Nee, okay. Dann hier ist... Ah, genau, die Blüten noch. Die vergesse ich ja jetzt immer, weil das ja alles soll mittlerweile angezeigt wird, was dezent nervig ist, aber egal. Jetzt ist die Frage, ohne Zahn, wo schickt man dich hin? Wir könnten dich in die Sammlung schicken, damit du den hier holst. Hm, könnte man machen. Und wen haben wir hier? Nee, Nachtschatten, also ohne Zahn. Köderschlund. Hm. Ich glaube, wir gehen erstmal auf die Sammlung. Weil bei der Sammlung haben wir jetzt schon mehr. haben wir schon mehr gemacht. Dann können wir jetzt erstmal das zweite Gratis-Paket öffnen. Let's go, nehmen wir es mit. So, dann nehmen wir hier einmal das zweite Gratis-Paket mit. Haben wir auch nochmal 9 Odinsmarken. Und dann haben wir jetzt noch Knochenräuber, riesenhaften Altraum, Sturmschneid. Und kriegen hier nochmal ein bisschen Fisch, bisschen Holz und wieder ein paar Runen. Wunderbar. Dann gehen wir hier aufs Kreuz. Können jetzt hier nochmal einsammeln. Können dann jetzt hier schauen. Hier war jetzt soweit nichts mehr, ne? Genau. Dann können wir in den Season Pass gehen. Hier haben wir nämlich 6 tägliche und eine Eventaufgabe fertig. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall schon mal insgesamt 4 Belohnungen im Season Pass ein zum Einsammeln. So, das haben wir mitgenommen. Haben auch jetzt schon über 10.000 Probeinstein wieder. Also wie ich es gesagt habe, schaffen wir die Folge locker. Haben wir das fertig. Wunderbar. Gleich den nächsten. Sind auch schon bei 5.000. Also es geht gut voran. Und jetzt Frucht der Weißen. Schließe 9 wöchentliche. Das wäre schon geil, ne? Und heute ist Sonntag. Ich müsste es eigentlich heute fertig machen. Ich krieg's heute aber nicht mehr fertig. Es sei denn, ich schicke den Tagschatten mehrmals los. Oh, nee. Ja, gut, die 100 Punkte sind es mir noch nicht wert. Und hier verteidige Berg. Kriegen wir auch nochmal. Okay. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Haben jetzt 500 Season-Währung. Könnt ihr einmal mitnehmen. Haben dann nochmal 2 Aktionspunkte-Booster. Können wir auch einmal einsammeln. Let's go.
Und dann sollen wir zweimal verteidige Berg machen. Das heißt, wir gehen wieder einmal normal rein. Starten einfach mal kurz hier so ein Ding. So ist ja völlig egal, weil den brauchen wir sowieso nicht jetzt. Und dann können wir gleich hier wieder Rückzug machen. Damit haben wir schon mal Nummer 1 erledigt. Und jetzt müssen wir nochmal, damit dann Nummer 2 auch zählt. So, da muss es kurz laden. Und dann kann es auch gleich schon in den Kampf... Nee, das war das Falsche. Dann kann es auch gleich schon in den Kampf Nummer 2 gehen. Einmal wieder starten. Let's go. Dann nehmen wir jetzt einmal den Kollegen, den Kollegen. Dann kommst du mit. Wunderbar. Und dann haben wir auch die beiden. Wobei einen davon. Und dann können wir ja starten für 120 Millionen circa. Und dann gehen wir einfach von oben nach unten durch auf ganz entspannte Basis. So, 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 so. Wunderschön. Dann können wir hier einmal reinschießen. Let's go. Können wir hier einmal reinschießen. Dann können wir hier nochmal reinschießen. Kriegen wir bitte noch so ein Ding mit weg? Ja, wunderbar. Beide. Das ist super. Das ist richtig gut. Vielleicht kriegen wir auch noch hier die weg. Dann müssten wir jetzt, kommen wir gerade, ne, da muss noch ein Schiff geholt werden, jetzt kommen wir. Dann kriegen wir nämlich hier nochmal diese beiden weg. Genau, dann können wir jetzt hier nochmal reinschießen, dann kriegen wir das weg und hier nochmal halbe Schaden. Okay, das kriegen wir noch nie weg, dann jetzt vielleicht. Ne, ohne. Dann wird das jetzt so weggeholt, ist oh egal. Und wir haben gewonnen, es gibt noch zwei Schiffe übrig, aber das ist ja für uns jetzt völlig egal. Wir haben gewonnen, kriegen drei Schlüssel, können damit drei Truhen öffnen. Hoffentlich ein paar Runen, weil wir haben ja wirklich viele ausgegeben in den letzten Tagen. Da wären jetzt ein paar richtig saftige Runen schon gut. Müssen wir einfach mal gucken. So, dann nehmen wir es mal mit. 1, 2 und 3. Und ja, 40 Runen ist schon mal etwas. Ist schon mal ganz gut. Haben wir hier sogar nochmal zwei fertig. Let's go. Also, das wussten wir ja, war ja logisch. Können wir die einsammeln. Dann haben wir aber jetzt leider die tägliche noch nicht. Also, das mit den Markenpaketen werden wir heute auch nicht mehr schaffen. Denke ich zumindest. Na gut, gehen wir mal in einen Kampf. Machen wir mal einen Kampf. Schauen wir mal, wie die Gegner so aussehen. Es wäre schon geil, wenn wir den Skrill endlich auf Level 17 kriegen würden. Weil dann könnte ich auch unseren wunderschönen Sturmschild auf Level 21. Nee, 20 ist er erst, ne? 20 machen. Müssen wir mal gucken. Wir gehen einmal so rein. Dann mit dem Knochen aber normal. Sturmschild Schwäche. Skrill normal. Und dann sollte das, denke ich mal, guten Schaden machen. Wenn wir hier jetzt das Sturmschild nochmal Schwäche raushauen. So, jetzt einmal die Schwäche, dann einmal mit dem Skill normal, wobei machen wir die Zweier. Let's go. Ist der weg, dann können wir einmal auf den Kollegen gehen. Dann können wir mit dem Sturmschild nochmal Schwäche geben, gehen mit dem Skill normal rein und greifen mit dem Knochenräuber normal an. So. Dann jetzt einmal der Skill normal, mit dem Knochenräuber nochmal normal, let's go. Dann gehen wir mit dem Sturmschneid auf die Heilung. Wobei, vielleicht holen wir den erstmal für Garantie weg. Wäre schon mal besser. Dann gehen wir als nächstes mit dem Sturmschild auf die Heilung, weil wir kriegen ja gleich doppelte Aktionspunkte. Es sei denn, es verschiebt sich jetzt eins nach oben, dann kriegen wir keine doppelten Aktionspunkte. Natürlich verschiebt es sich eins nach oben. Und jetzt gibt es doppelte Aktionspunkte. Ist auch völlig egal, wir schreddern dich auch so komplett. Da ist der Kollege weg. Wir haben 23.117, ich glaube. Und? Habe ich richtig gerechnet? Ja, let's go. Und dann nochmal ein normales Paket. Nehmen wir es mit und let's go. So, dann können wir einmal hier rausgehen. Und dann schauen wir mal, ob hier noch jemand zum Losschicken war. Aber ich glaube, wir hatten soweit alle los. Hatten Fischsammler voll. Das ist eigentlich immer so das Wichtigste. 13 von 13 Holz, 14 von 14, genau. Hat man ja jetzt erst den 14. Platz freigeschaltet. Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr da gerne nochmal reingucken. Dann gehst du jetzt noch zum Fisch, weil du besser sammelst. Das war nämlich hier hinten. Das habe ich nämlich völlig vergessen. Das haben wir damals gekauft und dann haben wir das, keine Ahnung, 2 Wochen oder so nie angerührt irgendwie. Also es war echt, ja, aber es hat alles geklappt. Und an der Stelle will ich auch sagen, wäre es an der Stelle erstmal mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir, wie schon gesagt, gerne in die Kommentare, was ich wie jetzt machen soll, wegen Mikrofon, wegen sonst irgendwas mit aufnehmen, Zeugs, ändert sich, weiß ich nicht. Müsst ihr sagen, falls sich irgendwas geändert hat. Habe ich schon gesagt, mehrmals diesen Computer hin und her bauen, da kann mal was passieren, dass irgendwas anders ist dann zum Beispiel. Genau. Würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und ciao, ciao, Leute.